Los geht es mit der wohl unbeliebtesten Map in The Hunter Call of the Wild. Ich starte hier gerade mit dem frischen Account und wie soll es anders sein? Man startet und das Erste, was hier rumsteht, ist ein Moschus, was nichts Besseres zu tun hat, als hier schön entspannt auf uns zu warten. Ziemlich genau auf 70 Meter. Dankeschön, Moschus. Finde ich fair, Alden. Wir schnappen uns also dementsprechend unser Gewehr der Stufe 2 bis, keine Ahnung, 6 war es, glaube ich, und brezeln die Moschus erstmal schön ein über. Ehre. Ja, und mit diesem grandiosen Szenario startet es dann hier wirklich rein in die eigentlich gar nicht so schlechte Map. Aber geht's dir auch so? Also für mir, weiß ich nicht, Alter. Es ist für mich zumindest die am wenigsten bejagte Map. Irgendwie schon. Und ich habe tatsächlich hier mal, ich hatte ja vor Jahren mal probiert, sämtliche Story-Parts durchzuzocken. Und hier hat es dann auch irgendwann echt aufgehört. Tja, eigentlich ganz geil. Eigentlich eine wirklich geile Map. Geile Szenarien, rein optisch, mega cool. Abgefahren, echt gut gemacht. Von den Tieren her auch echt nicht so leicht. Wirklich anspruchsvoll. Moschus ist dabei, bis zum Elch ist dabei. Also wirklich auch komplex. Hahaha. Bären und Luchse und Schweine. Also wirklich nicht verkehrt. Trotz allem, ich weiß nicht, woran es liegt, ey. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwie echt tricky, hier warm mitzuwerden. Haha, auf der frostigen Map. Ich gehe erstmal hier zur Base, beziehungsweise genau, nehmen wir hier den Aussichtspunkt schön mit. Dann zur ersten Base. Wir gucken erstmal, welches Setup und mit welchen Klamotten wir hier rumrennen. Das ist halt immer das Schöne, wenn man so eine Map ganz frisch entdeckt. Dann startet man ja auch erstmal mit dem, was man hat. Und wir haben nach wie vor alles abgedeckt. Vom Kaliber 1 Sarsa bis zum Eurasischer Luchs, Alter. Bis zum Herrn Sundberg haben wir alles dabei. Ja, wir könnten theoretisch schon direkt anfangen, ne? Wir könnten theoretisch schon direkt anfangen. Mit diesem Luchs zählt mit zu den schwierigsten oder am schwierigsten zu jagenden Viechern, der Eurasische Luchs. Auf der Mexiko-Map ja relativ easy. Zwar auch immer gut getarnt, aber auf der Map soll das echt immer übelst tricky sein, den zu kriegen. Naja, man muss halt ähnlich wie bei anderen kleinen Raubtieren auch immer schön vorsichtig sein, leise sein. Ich renne erstmal zur Base. Und am besten anlocken, ne? Und dann aber auch noch sehen. Also das ist natürlich schon so ein bisschen der Part. Alles hier so schwarz-weiß. Und wenn dann da noch so ein heller Luchs da irgendwie irgendwo durchlunkert. Es ist nicht leicht, hier was zu entdecken. Also wir rennen erstmal los. Da oben, da wollen wir hin. So, und dann sind wir doch schon hier ganz oben eingetroffen auf dem Turm. Ein Wahnsinnsausblick. Super geile Szenarien hier. Super geile Lichtverhältnisse auch. Sieht mega cool aus. Abgefahren. Nicht schlecht, aber es wird auch schon langsam dunkel. Wir haben jetzt schon so ungefähr 16 Uhr. Im Game und da müssen wir natürlich so langsam auch die Base finden, die erstbeste. Und wir gehen jetzt nach dem Wind. Ja, und der Wind sagt, Alden, geh in die Richtung. Wegpunkt setzen, dann nehmen wir diese Base als erstes. Sieht man da schon was?
Nicht so wirklich. Wir haben hier ein bisschen freies Feld. Machen wir uns mal auf die Socken, wa? Oh, 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 oh. Ich sehe gerade Spuren vom Elch. Und es ist gar kein Elch. Rentier haben wir ja auch. Rentier Close. Stufe 6. Genau das Richtige für den Herrn Sundberg. Wir sind ganz nah dran, glaube ich, direkt hier hinter dem Gebüsch. Ei, ei, ei. Rentier. Und ich wollte gerade noch sagen, es gibt ja auch hier Parts auf der Map, wo man auch ganz geil auf Rentier gehen kann. Da gibt es ja Bereiche. Ich meine, war das hier unten? Oder hier oben? Ich glaube, es war eher hier unten in dem Bereich. Da waren ja Bereiche, wo man weit gucken kann. Und dann siehst du da auf einmal so mehrere Gruppen von Rentieren und was nicht alles. Also ganz, ganz wild. Tja, ich glaube, das wird aber nichts. Wir sind hier echt übelst im Mief. Unsere letzte Dose Geruchsneutralisierer drauf. Die Waffen schon mal durchladen. Jawohl. Und dann schleichen wir mal ein bisschen weiter. Ich guck mal eben nach, ob ich auch einen Caller dabei habe für Rentier. Und habe ich tatsächlich, und zwar hier die Rassel, die immer aussieht oder sich anhört wie so eine, keine Ahnung, ob irgendwie so ein Schulkind seine Zahnspangenbox irgendwie durch die Gegend rattert. Der Wind ist natürlich katastrophal, ne? Katastrophal. Aber vielleicht ist ja eins der Rentiere hier ein bisschen weiter links abgezogen. Rechts hier jetzt der ganze Bereich eigentlich mitten im Mief. Wobei da vorne sind, glaube ich, Spuren, ne? Ich sneak mal hier nochmal ein bisschen weiter. Das wäre doch ganz nice, Alter. So ein Rentier auf einer ganz frischen Map. Schritte, 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 links. Close. Alter, das ist so ein Elch. Nein, ich werde umgehauen. Nein, Alter. Und noch mal einen hinterher. Uff. Nein, was geht hier ab? Oh, sind die groß. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die so groß sind. Allen. Der hat auch gar keine rote Nase. Herr Sundberg, Alden. Stramme Leistung. Bronze. Zack. Mitgenommen. Ja. Hellbraun. Weiblich. Bisschen knörgeliges Geweih. Naja. Immerhin. Erstes Reindeer. Und da vorne wird weiter Warn gerufen. Von den Rentieren. Jetzt ist es natürlich echt ein Dingen. Ob wir die nochmal hier rankriegen oder was? Ist ja wild, ey. Alter, hier sind auf jeden Fall ganz, ganz close welche. Hier, 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 hier. Man sieht das ja super schlecht. Ach, herrje. Ach, herrje. Also ganz tricky. Was natürlich krass ist, man kann sie tatsächlich... Ich muss da nochmal hinterher schießen. Man kann die ja tatsächlich übelst wieder anlocken. Ich habe hier jetzt ein paar Mal rumgeklackert
Und auf einmal kommen die wieder an, nachdem hier eh schon dieses Massaker war, dieses Rumgeballere. Und dann lock ich die einfach wieder an. Das ist natürlich gnädig. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ein bisschen Ballerei war jetzt hier. Die muss ich natürlich jetzt alle erstmal aufheben und suchen. Und da hinten wieder Warnruf. Also, die hauen tatsächlich ja gar nicht mal so weit ab. Das ist ja wild, ey. Da hinten ist er. Nee, Weibchen ist da hinten. 119. Nee, kann das? Doch, tatsächlich so weit. Das fängt ja natürlich gut an hier auf der Map, ey. Direkt mit einer großen Herde Rentiere immer wieder mal. Tja, ganz, ganz, ganz abgefahren. Bronzewertung schön rein in die Lunge, ganz glatt durch. Perfekt. Wir sind ja immer noch hier mit der Kaliber 4.5.4 unterwegs und gerade bei dem Rentier ballert auch das Ding natürlich noch übelst rein. Wobei das eben hier der Ballermann ist mit der hohen Aufpilzung, die Munition mit der hohen Aufpilzung. Die Pistolenpoints reichen, glaube ich, immer noch nicht, um mir hier die besseren zu holen. 41 Punkte dazu. Dementsprechend werde ich hier noch einige Zeit auch mit der Pistole weiter rumhantieren und mein Glück versuchen. Jetzt, apropos suchen, jetzt suche ich erstmal die anderen Rentiere. Die müssen ja noch alle aufgehoben werden. Ja, und hier liegen sie auch schon, gar nicht weit voneinander entfernt. So, ei, ei, ei. Im Wegrennen zweimal getroffen. Das war jetzt nicht so glorreich. Ihr seht, ich habe hier übrigens in dieser weißen Area diese weiße Markierung getauscht in grün. Und wenn man es dann hier irgendwie markiert hat, dann ist es halt die lilane Markierung. Dass man das ein bisschen besser sehen kann. Die könnte sogar noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen dunkler werden. Auch nicht gut getroffen. Das war natürlich alles durch die Büsche durch. Ja, naja, immerhin noch gefunden, mitgenommen und weitere Points für den Ballermann. Oh, 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 oh. Kurz vor der Base, hier vorne ist schon die Base, haben wir eine Bärin. Das ist natürlich auch interessant, da gucken wir mal eben hin. Na, eine so empfindliche und schreckhafte Bärin ist bestimmt etwas höher vom Level und hat sich direkt aus dem Staub gemacht. Leider. Ja, krass. Also, dann entern wir mal eben hier die Base. Wir sind ja quasi jetzt einmal drumherum gelaufen, außen herum. Vielleicht hören wir dann ja gleich noch was. Ich werde auf... Ja, doch, ich werde gleich nochmal die Uhrzeit ändern, bevor es hier dunkel wird. Dass wir dann vielleicht gleich noch die Chance haben, vielleicht auch noch auf Wildschweine zu gehen. Hier sind wir in der Base. Frostiges Camp. Da oben sind die Hütten, die Vorratshütten. Damit die Lebensmittel so ein bisschen außer Reichweite aufgehoben werden können. Ja. Und hier geht es dann in die kleine Butze. Ich hoffe, es wird warm genug hier drin. Alter. Ah ja gut, ein bisschen Feuerholz liegt auch schon da. Ei, 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 ei. Na, dann mal rein hier in die gute Stube. Und ich würde sagen, erstmal einen Ofen anmachen. Und wir starten dann morgen früh, so gegen 5 Uhr, ja, in die Frühschicht. Alter, der Ofen ist schon wieder aus. Wir haben sogar schon Frost an den Scheiben hier dran. Katastrophe, auf geht es. Ich habe natürlich wieder ein bisschen länger gepennt. Wir haben irgendwie schon kurz vor 6 oder was. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Muni. Und alles, was man so für die Map benötigt. Vielleicht auch an Lockmitteln und ähnlichem.
Und hier callt schon was. Und da callen schon die Schweine. Aber leider direkt im Mief. Und das macht mich natürlich direkt wieder darauf aufmerksam. Ich muss mir auch Sachen hier holen für den Mief. Und ich habe mir gerade gedacht, Alden, man könnte doch vielleicht einfach nur mal mit Pistolen auch eine Runde gehen hier. Denn, ich hole mal zwei. Denn wir haben doch hier die Möglichkeit, alles abzudecken. Also, wir nehmen mal hier die guten Fernkampfwaffen, die Rifle sozusagen, die kommen erstmal alle weg. Und wenn wir dann hingehen und sehen, nehmen hier jenen und jenen Wäldchen noch mit, haben wir doch damit eigentlich alles abgedeckt auf dieser Map. Von 2 bis 8 ist doch hier, glaube ich, alles. Und mit diesen Ballermännern sind wir doch dann gut ausgerüstet. Ich gucke gerade nochmal eben nach kompatible Gegenstände. Na, guck mal hier, wir können hier tatsächlich endlich die höhere Durchschlagskraft nehmen auf der Magnum. Kaliber 44 Magnum. Ja, dann nehmen wir doch die mit. Ich nehme mal 50 Schuss mit. Dann bei der Pistole, bei der Focoso kompatible, und da haben wir, wir bleiben bei der Durchschlagskraft. Ja, wir bleiben bei der Durchschlagskraft. Andererseits überlege ich natürlich gerade Zweier. Da muss ich, glaube ich, gar nicht viel durchschlagen. Na komm, lieber Durchschlagskraft, beide Lungen treffen und sowas, als zu wenig Durchschlagskraft. Da haben wir jetzt sogar schon 70 Schuss Pistolen. Und zuletzt natürlich der Herr Sundberg. Da fehlen immer noch einige Points. Was ich mir da allerdings hole, ist tatsächlich auch nochmal das Scope. So, das heißt, wir haben das Scope. Wir haben hier auf jeden Fall noch mal ein paar Schuss mit der Aufpilzmunition. 100er Aufpilzung, immerhin 25er Durchschlag ab 4. Also ab Schwein ist das schon die totale Vernichtung bis hin zum Elch. Und da wird es allerdings ein bisschen schwierig. Ich baue das Ganze mal eben zusammen. So, und wir sind ausgerüstet. Hab ich alles, Lockmittel, hab ich. Eins habe ich noch natürlich wieder vergessen. Und zwar aus dem Lager die Verbrauchsgegenstände, der Geruchsneutralisierer. Jetzt sind wir ausgerüstet, jawohl. Der läuft allerdings noch, aber wir sehen, der Wind hat schon ein wenig gedreht. Da hinten waren gerade schon die Wildschweine. Vielleicht hier an diesem Gewässer wäre doch mal eine Idee, dann gehen wir doch da direkt mal hin. Womit sind wir jetzt ausgerüstet? Wir haben bei den Waffen jetzt, fangen wir hier an, die Focoso mit, für die empfohlene Klasse 2 bis 6. Heißt also vom kleinen Fuchs, Reh, Wildschwein bis zum Wolf und zum Hirsch. Also 2 bis 6, dann hier 3 bis 8. Da ist der Elch sogar schon drin bei der Wildcat mit der besseren Durchschlagskraft. Und die Sundberg geht sogar bis zur 9. Vom Wildschwein bis zum Büffel haben wir natürlich nicht hier auf der Map. Nehmen wir aber natürlich auch gerne mit. Und wir schauen mal eben, ich habe hier ja auch das Visier jetzt drauf. Das heißt, wir haben hier auch eine Zoom-Möglichkeit auf den Ballermännern und können das allerdings natürlich auch immer wieder noch runternehmen. Da müssen wir natürlich dann gucken, dass wir dann dementsprechend hier unten rechts mit der Nulldistanz arbeiten und den Entfernungsmesser. Nulldistanz natürlich hier immer über die Vorteile ist für mich immer das Erste, was ich skille. Zap, zap, zap oder hier unten hin und dann sofort auf die Nulldistanz. Allerwichtigster Skillpunkt, um irgendwie vernünftig klarzukommen. So, ab geht es. Wir marschieren mal los in der Hoffnung auf ein paar Wildschweine. Alter. Vorheriger Tag war aber ein bisschen schicker, oder? Ist ja hier arschekalt, Alden. Hehehehe.
In dem Moment, wo ich hier mir denke, komm, brunfte doch schon mal hier rein, brunftet es auch direkt zurück. Wildi Wildschwein schreit hier sofort rum. Ich laufe noch ein bisschen normal. Gehe jetzt hier vorne direkt aber auch schon in Deckung. Also nicht mehr zu weit laufen, wenn die schon callen, wenn die in Hörreichweite sind sozusagen. Nicht, dass man die verscheucht. Wenn da ein selteneres, ein hochleveliges Tier bei ist, brauchen die ja eh auch immer ein bisschen, um angelockt zu werden. Und wenn man sie dann schon direkt verscheucht, ist immer schlecht. Perfekte Situation hier. Nahezu perfekt, weil da vorne wäre besser, weil dann da vorne alles frei ist. Jetzt sehen wir aber so einigermaßen gut. Und doch hier von hier links bis rechts alles frei. Das wäre natürlich richtig nice, wenn das hier jetzt klappt mit dem Rufen. Und wir kriegen die auch gelockt bis hierhin. Kann natürlich ein bisschen dauern. Kann natürlich ein bisschen dauern, aber wir gehen dann dementsprechend auf Nummer sicher. Apropos Lockmittel, ich habe sogar gerade noch gesehen, ich habe das Lockmittel für den Elch auch noch frei. Hervorragend. Dann kann es jetzt echt bald auf Elch gehen. Mega gut, ey. Warnruf Moschus, Alter. Ich schleiche jetzt hier schon die ganze Zeit rum, ne? Du kannst es dir nicht ausdenken. Ich schleiche jetzt schon von dem Gebüsch. Der Wind dreht hier die ganze Zeit. Der Wind dreht schon wieder. Vom Gebüsch raus. Nächstes Gebüsch. Große Kurve schon gelaufen. Zwischendurch gecallt. Keinerlei Reaktion mehr. Ganz, ganz wild. Dann zwischendurch dieses Geknister. Der Sturm ist hier gerade insane. Super schwierig gerade. Und ja, jetzt bin ich hier mittlerweile. Ich bin jetzt quasi von, wo war das? Von hier ungefähr. Jetzt hier runter. Jetzt hier einmal rum. Tja. Und da wollte ich ja eigentlich hin, ne? Da würde es noch so ungefähr gehen. Ich muss noch mal ein bisschen scannen. Ist schon echt spannend gerade. Wenn man sich jetzt hier wirklich, ja, wenn man so durchsneakt, ne? Wenn man wirklich bemüht ist, auch leise vorzugehen. Eurasischer Luchs wäre natürlich auch noch mal eine Möglichkeit. Wobei es mir eigentlich wurscht ist, muss ich ja wirklich sagen. Also, ich bin jetzt hier mit den Pistolen unterwegs. Wir haben alles abgedeckt. Das A und O finde ich, ein Tier zu finden mit einer guten Wertung. Goldwertung aufwärts. Das ist doch schon immer ein Ziel. Und da kommt es dann eigentlich weniger drauf an, dass man jetzt hier irgendwie was findet. Naja, was man halt so massenweise wegballern kann. Macht zwar auch mal wieder Bock, immer mal wieder. Aber letzten Endes, wenn man eine ganze Strecke auch einfach mal leise unterwegs ist, durch Gebüsche immer nur durchschleicht, dass man da nicht so viel Krach macht. Man sieht es ja auch immer unten an der Anzeige. Wenn man da immer schön leise unterwegs ist, hat man deutlich eher die Chance, seltene Tiere zu finden. Tja, und irgendwo hier ist jetzt ein Moschus unterwegs. Und ein Luchs ist da hinten. Schweine waren hier aber auch schon. Also es ist gerade recht wild. Die Frage ist bloß wo. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, Mensch, ich will doch einfach mal nur ein bisschen rumballern und nicht jetzt hier 20 Minuten lang durch den Wald schleichen und nichts sehen. Kann auch schon mal ein bisschen lang sein, sowas. Aber ich finde, es gehört auch einfach mit dazu. Und es hat auch einfach ein bisschen was Spannenderes, wenn man so vorwärts geht. Und dazu kommt, ich muss ja jetzt auch noch überlegen, gerade mit den Pistolen, ideale Reichweite 50 Meter. Da ist halt nichts hier mit auf 200 Meter. Sondern eben höchstens scannen,
gucken, wie ich da hinkomme, von welcher Position aus man dann am besten schießt. Und dann drauf da. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Ich bin dran vorbeigelaufen. Ich bin einfach dran vorbeigeschlichen. Ich bin hier gerade runter und denke mir, Alter, was sind da für Spuren? Sehe, die gehen nach hier und da steht er. Da sieht man mal, was das bewirkt, wenn man so langsam vorwärts geht. 16 Meter. Stufe 2. Wir fangen natürlich an hier mit dem kleinsten. Könnten wir eigentlich ohne Scope machen, aber wir sind ja genullt auf 25. Ich halte einfach mal drauf. Hier sollte das Herz sein. Ich hoffe es. Sieht zumindest von den... Es war nicht das Herz, aber es sieht von den Flecken her groß genug aus. Das ist ja krass. Und dann sieht man mal, echt hier lang marschiert. Und ich denke mir noch, was sind das für Spuren? Und hätte da unten gar nicht gesehen. Und ich habe noch hier rüber geguckt. Das ist ja verrückt, ey. Ich schleiche einfach weiter. Warnruf. Ja, ja, eurasischer Luchs. Abgefahren. So, da ist es doch schon. Na, gucke mal. Das kleine Moschustier. Doch ganz gut getroffen. Gut durchgekommen. Perfekt. Silberwertung immerhin. Kann man mitnehmen. Für so einen Moschus doch gar nicht so schlecht. Im Nahkampf. Abgefahren. So, hatten wir denn noch ein Ziel hier? Ja, eigentlich hier vorne dieses Fragezeichen mal angucken. Das ist aber vielleicht einfach nur ein Hochsitz oder so, ne? Gucken wir mal. Geil. Also ich muss ja sagen... Es ist, glaube ich, auch einfach ganz viel Einstellungssache, wie man denn an das ganze Jagen herangeht, ne? Will man hier einfach nur durchrennen und ein bisschen ballern? Oder hat man einfach Bock, hier das Ganze auf sich wirken zu lassen? Und dann geht man hier auch einfach ein bisschen langsamer durch. Abgefahren. Mir ist gerade so durch den Kopf gegangen, warum ist das eigentlich so meine unbeliebteste Map? Ich weiß es gar nicht, ey. Ich weiß es nicht. Hast du da eine Erklärung für, warum das für dich die unbeliebteste Map ist? Ich weiß es nicht. Eigentlich macht es Bock. Eigentlich macht es Bock. Wir können sogar nochmal auf einen eurasischen Luchs versuchen, oder? Wenn wir gerade eh hier so übelst am Rumschleichen sind im Sneaky-Mode. Wir haben immer noch Neutralisierer drauf. Der Fuchs, Lux war jetzt schon zweimal hinter uns. Ist der Stufe 2 oder 3? Ich glaube, der ist Stufe 3, ne? Stufe 3 würde ja bedeuten... Wildcat. Und da ist er. Da ist er auch schon direkt entdeckt. Auf 100 Meter schleicht hier einfach durch. Super geil sneaky unterwegs, ne? Ist aber anscheinend doch ein bisschen verschreckt. Nervös zumindest. Und wir kriegen ihn nicht gecallt. Da hinten ist er. 150 Meter. Sollen wir es mal probieren? Auf 150 Meter, Alten? Ich gehe auf 50 mit Scope.
Alter. Nicht schlecht, Alden. Na, ist es denn wahr, Alter? Zum Glück habe ich noch die Tage im Discord mit dem Devilus gequatscht. Der meinte, ja, Alter, er hat die Waffe hier auch schon frei und auch mit dem Scope und die Mitte zwischen dem Fadenkreuz und dem dicken Strich, wo der anfängt, genau die Mitte wären so 120 Meter. Daraufhin habe ich jetzt einfach ein bisschen höher geaimt, noch auf 150. Alter Falter. Und hat gesessen. Ja, nice, Alter. Link zum Discord übrigens unten drunter. Unterm Video. Da liegt er. Bäm, Alter. Aber richtig durch. Guter Winkel, gute Höhe. Auf 163 Meter. So muss das sein. Eurasischer Luchs, Alter. Nice. Sehr, sehr, sehr cool. Gerne mitgenommen. Silberwertung passt auch. Richtig schön. Top. Nice. Also, ich glaube, man kann auch auf der Map richtig gut jagen gehen. Und das werde ich natürlich auch demnächst noch weiter verfolgen. Schön Stück für Stück auf den verschiedenen Maps weiter suchen gehen, was man denn so jagen kann. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gern den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen fürs Video. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch.